Guten Morgen. Fuck, ich habe das Gefühl, ich habe keine Sekunde geschlafen. Und los. Na dann, schauen wir doch mal, wie viele Taxis heute Morgen so in Bangkok unterwegs sind. Morning, I need to go to Suvarnabhumi Airport. Suvarnabhumi. Airport, yep. Airport, Suvarnabhumi. Yes, the BKK one. Yes. Was für ein geiler Sonnenaufgang im Taxi. Here you go, the rest is for you. Letzte Station in Bangkok. Mit einem richtig nicen Sonnenaufgang mit dem Taxi miterlebt. Oh, ich will hier nicht weg. Hier ist es schön und warm. Ich bin mittlerweile eingecheckt und warte jetzt nur noch drauf, dass das Boarding anfängt, was demnächst losgeht. Und da ich heute hauptsächlich den ganzen Tag im Flieger verbringe, dachte ich mir, ich erzähle noch so ein bisschen, was ich an Thailand vermissen werde. Und das Erste, was ich auf jeden Fall vermissen werde, ist das Essen. Und dabei geht es nicht nur darum, wie lecker das Essen ist, das ist unglaublich lecker und scharf, da muss man sich ein bisschen drauf gefasst machen, aber auch die Verfügbarkeit des Essens. Du kannst halt in Thailand ohne Probleme, zumindest in den Städten, hungrig aus dem Haus gehen, weil das ist einfach kein Problem. Du kriegst überall Essen her. Es gibt an jeder Ecke ein 7-Eleven, falls man wirklich nichts findet. Und sonst, es gibt überall Essensstände. Man bekommt alles immer überall. Das kennt man in Deutschland nicht und das ist richtig, richtig gut. Beziehungsweise natürlich kann man es in Deutschland auch machen, aber da wird man arm dabei. Und ich gehe jetzt mal zum Flugzeug und boarde. Ganz kurzer Zwischenstopp in Dubai. Erster Flug ist somit zu Ende. Ich befinde mich auf einem anderen Kontinent und habe jetzt knapp 50 Minuten, glaube ich, um zu meinem nächsten Flug zu kommen. So, ich habe jetzt auf dem ersten Flug übrigens 3 Filme angeguckt. Davon war Assassin's Creed richtig schlecht. Dann habe ich dieses Harry Potter, wie heißt es, magische Wesen, wo sie zu finden sind oder so. War so lala. Und was habe ich noch angeguckt? Ich weiß gar nicht. Ach, Star Wars, Rogue One. Der war ganz okay. Oh, es ist schon Boarding. Ja, auf geht's. Es ist einfach so interessant, wie es hier in Dubai ähnlich heiß ist wie in Thailand, aber einfach viel angenehmer, weil es halt nicht so schwül ist. Aber jetzt geht's ja erstmal wieder ins vollklimatisierte Flugzeug für weitere, keine Ahnung wie viele Stunden, bis nach Deutschland. Im A380 ist der geilste Sitzplatz die 77K. Man hat nämlich einen Flügel mit dem Bild und einen Fensterplatz. Richtig gut. 77K, Leute. In extremer Höhe ist es der perfekte Moment, um Grund Nummer 2 zu sagen, warum ich Thailand auf jeden Fall vermissen werde. Und das sind die vielen Tempel, die Paläste, die Kultur. Da steht in Thailand im krassen Gegensatz zu Neuseeland, wo alles ziemlich jung war, ist in Thailand alles ziemlich alt. Man hat sehr, sehr viele alte Tempel und es ist einfach unglaublich cool, diese Tempel anzuschauen. Und es ist unglaublich golden alles, es ist wunderschön alles und ja, Grund Nummer 2, Thailand zu vermissen. Jetzt gehe ich mal aus dem Klo wieder raus. Ich blockiere das hier nämlich für die anderen.
Deutschland, dann werden wir auch mal wieder daheim. Das ist aber so witzig, wie sobald du in Deutschland bist, alle wieder so super stressig drauf sind. Wir haben hier gerade bei Passkontrolle so viel Stress, sobald man in Deutschland ist. Und während wir hier jetzt auf das Gepäck warten, kann ich noch mal kurz Punkt 3 erklären, was ich in Thailand auf jeden Fall vermissen werde. Und das sind die Lebenshaltungskosten. Es ist halt einfach so, dass du in Thailand mit 20 Euro gut komplett über den Tag kommst. Das heißt, du hast Essen, du hast Übernachtung, du hast einfach alles dabei. Für 20 Euro, das bekommst du in so wenig Ländern der Welt hin. Und das macht einfach Thailand zu einem Land, wo die Lebensqualität unglaublich hoch ist, wenn man ein europäisches Einkommen davor hatte oder so. Das heißt, mit 20 Euro am Tag ist man immer gut dabei. So, ich bin jetzt wieder in Deutschland und warte auf mein Gepäck. Jo, Deutschland, alles klar. Erstmal Geld für einen Trolley verlangen. Hammer. Darf ich fahren? Nee, ich bin so schwarz. Doch, ich will fahren. Nein. Doch, ich will fahren. Nein. Doch, bitte. Nein, du bist müde. Nein, ich bin gar nicht müde. Doch. Was denn? Du darfst daheim fahren. Nein, komm, ich will fahren. Oh, es ist kalt hier. Fuck! Ich will wieder zurück! Oh. Ich wurde am Flughafen von meiner Familie in Empfang genommen und wurde nach Hause gefahren, was doch sehr schön ist. Bin jetzt wieder in Stuttgart in meinem alten Bett und muss das mal noch ein bisschen verarbeiten, dass ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr Reisen damit beendet habe. Und es fehlen aber noch zwei Dinge auf der Liste, was ich in Thailand vermissen werde. Und die will ich mal noch kurz zu Ende machen. Und da wäre nämlich zum einen noch die Strände. Thailand hat ziemlich, ziemlich geile Strände. Ich meine zum Beispiel da, wo ich die Drohne verloren habe, war ein sehr cooler Strand. Und auch da auf Koh Samui oder auf Koh Phangan sehr, sehr schöne Strände. Und die werde ich auf jeden Fall vermissen. Und das letzte, das fünfte, was ich vermissen werde, sind eindeutig die Elefanten. Weil eines der coolsten Tage in Thailand war eindeutig, als ich mit Nathalie in dem Elefantenreservat war und halt die Elefanten gefüttert und sauber gemacht und schmutzig gemacht und keine Ahnung was sein. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Und das heißt, Elefanten werde ich auch auf jeden Fall vermissen, weil man einfach in Thailand unglaublich gut diese ganzen Erlebnisse mit Elefanten machen kann. Ich habe jetzt insgesamt 15 Stunden Flug hinter mir und einen extrem langen Tag und auch relativ wenig Schlaf gestern gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt auf die erste Nacht hier wieder in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie mich Deutschland hier wieder so empfängt morgen und was alles so ist. Morgen kommt dementsprechend kein Vlog. Ich muss das mal noch ein bisschen ausloten, wie viele Vlogs ich jetzt hier dann so weiterhin machen kann. Wenn da was Interessantes ist, kommt auf jeden Fall ein Vlog. Und ich habe auch noch vor, einige Videos zu machen, mit einfach die Reise zu rekapitulieren, ein bisschen auch über das Finanzielle zu sprechen, wie viel Geld ich insgesamt ausgegeben habe und so. Und dafür brauche ich aber erstmal ein paar Tage. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.